Im heutigen Video gibt es eine Zusammenstellung einiger Videos über die Heiligtümer des Todes. Viel Spaß! Die Geschichte des Elderstabs und all seiner Besitzer. In diesem Video werde ich über eines der drei Heiligtümer des Todes sprechen. Das wohl wichtigste der Heiligtümer des Todes, zumindest im Hinblick auf die Harry Potter Geschichte. Ich spreche natürlich über den Elderstab. Der Elderstab ist unbestreitbar der mächtigste Zauberstab im Harry Potter Universum. Er war das erste Heiligtum, das vom Tod selbst erschaffen wurde, und kein anderer Zauberstab ist ihm ebenbürtig. Der Elderstab ist aus Holunderholz gefertigt und sein Kern besteht aus dem Schwanzhaar eines Zestrals. Er ist 15 Zoll lang und hat über seine gesamte Länge Schnitzereien, die an Holunderbeeren erinnern. Mit dem Elderstab können Hexen und Zauberer mühelos sehr mächtige Magie erzeugen, von der andere Zauberer nur träumen können. Der Besitz des Zauberstabs bedeutete auch, dass man Magie erzeugen konnte, die sonst nicht möglich war, wie zum Beispiel das Reparieren anderer Zauberstäbe, etwas, was normalerweise nicht durch Magie erreicht werden kann. Der Elderstab, der zu den Heiligtümern des Todes gehört, wird gemeinhin mit der Geschichte der drei Brüder Antioch, Cadmus und Ignotus zugeordnet. Die drei Brüder waren alle Mitglieder der berühmten Familie Peveril. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für kurze Zeit zu überlisten. Nach dem Sieg über den Tod sagte eine Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, jedem der Brüder, dass er ihnen ein Geschenk ihrer Wahl machen würde. Der älteste Bruder, ein kämpferischer, starker Mann, bat um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle anderen, die es jemals gab. Der Tod erfüllte seinen Wunsch und formte den Elderstab aus einem Zweig eines Elderbaumes, der am Ufer des Flusses stand. Der zweite Bruder, ein arroganter Mann, beschloss, den Tod weiter zu demütigen und bat um die Macht, verstorbene Menschen aus dem Grab zurückzuholen. Der Tod erfüllte seinen Wunsch und fertigte den Stein der Auferstehung aus einem Stein vom Flussufer an. Der dritte und jüngste Bruder, der bescheidenste und weiseste war, traute dem Tod nicht und bat um etwas, das es ihm ermöglichen würde, weiterzugehen, ohne dass der Tod ihm folgen würde. Der Tod übergab ihm widerwillig einen Teil seines eigenen Tarnumhangs. Die drei Brüder nahmen ihre Preise und gingen bald daraufhin getrennte Wege. Und so wurden die drei Heiligtümer des Todes geboren. Doch dies war nicht das letzte Mal, dass der Tod und die drei Brüder aufeinandertreffen würden. Jeder Bruder verlor unter seinen eigenen Umständen schließlich sein Leben und begegnete dem Tod ein weiteres Mal. Der älteste Bruder reiste in ein Dorf, in dem ein Zauberer lebte, mit dem er sich einst zerstritten hatte. Er suchte einen Zweikampf und bekämpfte den Zauberer mit seinem Zauberstab, wobei er ihn auf der Stelle tötete. Nachdem er seinen Feind tot am Boden liegen gelassen hatte, ging der älteste Bruder zu einem Gasthaus in der Nähe des Ortes des Duells und verbrachte dort die Nacht. Wegen seiner Macht des Elderstabes prahlte der älteste Bruder mit diesem vom Tod geschenkten Stab und seiner eigenen Unbesiegbarkeit. Noch in derselben Nacht verwandelte sich der Tod in einen mörderischen Zauberer. Der unbekannte mörderische Zauberer schlich in das Gasthaus, als der älteste Bruder schlief, betrunken vom Wein. Der Zauberer schlitzte dem ältesten Bruder die Kehle auf und stahl den Zauberstab. Da holte der Tod den ersten Bruder zu sich. Der älteste Bruder Antioch starb also und der Tod in Gestalt eines mörderischen Zauberers stahl den Zauberstab zurück. Wir wissen, dass Dumbledore später in den Besitz des Elderstabs kommt, denn er spielt eine wichtige Rolle in der Harry Potter Geschichte. In diesem Video möchte ich jedoch die Lücken füllen und erörtern, wer den Elderstab vor Dumbledore im Laufe der Geschichte besaß. Wer waren die Besitzer des Elderstabs und was haben sie mit ihm getan? Also, Antioch Peveril war der erste Besitzer, aber eine Sache, die ich tatsächlich für erwähnenswert halte, ist, dass Albus Dumbledore eigentlich niemals geglaubt hat, dass der Zauberstab tatsächlich vom Tod selber gemacht wurde. Dumbledore ging eigentlich immer davon aus, dass der Zauberstab vom ältesten der Peveril-Brüder, also Antioch, selbst gemacht wurde. Doch unabhängig davon, wer den sagenumwobenen Zauberstab erschaffen hat, bleibt die Tatsache bestehen, dass Antioch getötet wurde und der Zauberstab nicht mehr ihm gehörte. Wohin ging der Zauberstab also als nächstes? Nach Antiochs Tod wurde der Zauberstab von Zauberer zu Zauberer weitergereicht, meist mit viel Gewalt, was leider dazu führte, dass der Zauberstab verschiedene Namen trug, zum Beispiel Todesstab und Stab des Schicksals. Lovegood erwähnte mal die blutige Spur des Elderstabs und genau diese wird hier beschrieben. Der erste offiziell bekannte historische Besitzer des Elderstabs ist ein Zauberer, der den Namen Emmerich der Böse trug.
Der Zauberstab kann aber auch in den Händen anderer Zauberer gewesen sein, vor Emmerich und nach Antioch. Emmerich ist der erste Zauberer, der ihn nachweislich besessen hat. Emmerich wurde als ein kurzlebiger und außergewöhnlicher, aggressiver Zauberer beschrieben, der den Süden Englands im frühen Mittelalter terrorisierte. Es wurde behauptet, dass Emmerich schließlich starb, nachdem er einen Zweikampf gegen den rivalisierenden Zauberer Egbert den Unerhörten verloren hatte. Egbert der Unerhörte wurde natürlich der neue Meister des Elderstabs, nachdem er Emmerich den Bösen, seinen vorherigen Besitzer, im Zweikampf tötete. Es wird angenommen, dass der Zauberstab weitergegeben wird, indem man den Vorbesitzer auf irgendeine Weise besiegt. Früher dachte man, dass ein Mord notwendig sei. Dies wurde später widerlegt, da in einigen Fällen die Entwaffnung des aktuellen Besitzers ausgereicht hat. Niemand weiß, was mit Egbert geschah, nachdem er Emmerich den Bösen besiegt hatte, oder wie lange er den Zauberstab wirklich besaß. Der nächste bekannte Besitzer des Zauberstabs kam etwa ein Jahrhundert später. Der nächste bekannte Besitzer des Elderstabs war ein Zauberer namens Gudelot. Gudelot war der Zauberer, der das berühmte Lehrbuch der dunklen Magie Gar böse Zauberei geschrieben hat. Ein Buch mit informativen über dunkle Magie einschließlich Horcruxen bekannte Zauberei. Gudelot benutzte den Elderstab, um die Grenzen der Magie zu erweitern und betrachtete ihn sogar als seinen Lehrer. Er erlaubte dem Zauberstab, ihm beim Schreiben des Buches zu helfen. Gudelot wurde von seinem eigenen Sohn getötet, der ihn in den Keller sperrte, um in den Besitz des Zauberstabs zu gelangen. Der nächste Besitzer war ein Zauberer namens Harrowart, der natürlich Gudelots Sohn war. Über Harrowart ist wenig bekannt, aber wir wissen, dass er den Zauberstab schließlich verlor, als er an einen neuen Besitzer überging. Der nächste bekannte Meister des Elderstabs war ein Zauberer namens Barnabas Deverell. Im frühen 18. Jahrhundert erwarb sich Deverell durch die Verwendung des Zauberstabs einen guten Ruf als furchterregender Hexmeister. Also ob der Ruf jetzt gut war, weiß ich jetzt nicht. Deverell nutzte den Zauberstab sicherlich nicht zum Guten und schließlich endete seine Schreckensherrschaft, als er von einem rivalisierenden Zauberer besiegt wurde. Der nächste Besitzer des Elderstabs, der Zauberer, der Deverell besiegte, war ein Mann mit dem Namen Loxias. Loxias ist der Mann, der dem Elderstab den Namen Todesstab gab und viele Menschen mit Hilfe des Zauberstabs rücksichtslos ermordete. Loxias war ein wahrhaft böser, dunkler Zauberer, den viele tot sehen wollten, und laut Dumbledore haben viele behauptet, dass sie es waren, die ihn umgebracht haben. Sogar seine eigene Mutter behauptete dies. Da niemand wirklich wusste, wer ihn getötet hat, ist dieser Punkt der Geschichte ein sehr fragwürdiger Punkt, da niemand wirklich wusste, wer der nächste Besitzer des Zauberstabs wurde. Allerdings geht aus Xenophilius Lovegoods Verständnis der Geschichte heraus, dass er glaubte, dass es einer von zwei Zauberern war. Arcus oder Livius? Zwei Zauberer, über die wir nicht sehr viel wissen. Nach diesem Punkt in der Geschichte sind die Dinge ein wenig verschwommen. Der nächste bekannte Besitzer des Zauberstabs war der Zauberstabmacher Mykro Grigorowitsch, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast. Und genau dies ist der Punkt, an dem die Geschichte des Zauberstabs vertrautes Terrain betritt. Denn nachdem Mykro Grigorowitsch in den Besitz des Zauberstabs gelangte, prahlte er damit, um für sein Geschäft zu werben. Der Zauberstab wurde dann von keinem Geringeren als Gellert Grindelwald gestohlen. Ein Mann, von dem ihr wahrscheinlich schon einmal gehört habt. Grindelwald besaß den Elderstab viele Jahre lang und benutzte ihn, um die Zaubererwelt zu tyrannisieren. Als er jedoch 1945 schließlich von Albus Dumbledore besiegt wurde, wurde Dumbledore der neue Besitzer des Zauberstabs und er behielt ihn eine ganze Zeit lang. Der nächste Besitzer des Zauberstabs war Draco Malfoy, der während der Schlacht am Astronomieturm Dumbledore entwaffnete. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass er der rechtmäßige Besitzer des Zauberstabs geworden war, zumal Snape derjenige war, der Dumbledores Leben endgültig beendet hatte. Alle dachten bisher, dass eine Niederlage nötig war, damit der Zauberstab den Besitzer wechselte. Doch Draco Malfoy war der neue Besitzer des Zauberstabs allein durch die Entwaffnung von Dumbledore. Daraufhin wird Harry Potter der nächste und endgültige Besitzer des Elderstabs, fast ein Jahr nachdem Draco sein Besitzer geworden ist. Er kam in seinen Besitz, nachdem er Draco auf dem Anwesen der Malfoys entwaffnete. Kurz nachdem Harry der neue Besitzer des Zauberstabs geworden ist, beendet er jedoch die blutige Spur des Elderstabs, indem er ihn beseitigte oder, wie in der Buchversion, ins Grab zurücklegte. War der Tod aus der Geschichte der drei Brüder in den Heiligtümern des Todes eigentlich ein Zauberer? Im heutigen Video werden wir über den Tod in Harry Potter sprechen. Genauer gesagt sprechen wir nicht über den Tod im traditionellen Sinne, sondern über die Personifizierung des Todes.
Wenn du die Geschichte von Harry Potter kennst, dann kennst du auch sicherlich das Märchen von den Heiligtümern des Todes und den drei Brüdern. Du wirst dich dann auch an eine Figur in der Geschichte erinnern, die den Tod verkörpert. Er war das Konzept des Todes in einer Figur, eine Personifizierung dessen, was ein Ende darstellt, die Endgültigkeit des Lebens. Der Tod ist ein interessantes Thema in Harry Potter, nicht nur wegen der Figur aus dem Märchen von den drei Brüdern, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er dargestellt wird. Während in unserer eigenen Welt der Tod sehr viel dauerhafter und traditioneller sein kann, ist die Ableitung des Todes, die in Harry Potter existiert, viel offener. Bevor wir aber hier zu sehr in die Tiefe gehen, möchte ich auf jeden Fall betonen, dass jeder eine andere Sichtweise auf den Tod hat. Egal, ob sie in der eigenen Religion verwurzelt ist oder einfach nur mit einem Grad der Spiritualität. Harry Potter stellt den Tod auf eine ganz besondere Weise dar, da er eine klare Unterscheidung zwischen dem Körper und der Seele macht, wobei der Körper lediglich ein Gefäß ist, das die vitale Lebenskraft, also die Seele, in sich trägt. Die Seele ist ein großes und wichtiges Thema in der Harry Potter Geschichte und immer wieder werden wir auf ihre Bedeutung aufmerksam gemacht. Wenn jemandem die Seele von einem Dementor als Beispiel ausgesaugt wird, gilt er nicht als tot, sondern als fast tot. Und diese Vorstellung, fast tot zu sein oder in einer Art Schwebezustand zu sein, wird in Harry Potter auf unterschiedlichste Weise wiederholt. Wie zum Beispiel bei Geistern, Gemälden oder wiedergeborenen Toten. In Harry Potter ist der Tod viel weniger endgültig und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Seele weiterleben kann. Wobei sie nicht unbedingt immer bis ins Jenseits reisen muss. Aber vielleicht ist die einzige Darstellung des Todes in Harry Potter seine Personifikation. Die Figur aus der Geschichte der drei Brüder, die die Geschichte der Heiligtümer des Todes erzählt. Wer ist aber diese Figur? Hat sie wirklich existiert oder ist sie ein Ammenmärchen? Die ursprüngliche Geschichte von den Heiligtümern des Todes stammt aus dem Märchen von Beedle und dem Barden, seinen fiktiven Geschichten, die für junge Hexen und Zauberer geschrieben wurden und Lektionen oder Moralvorstellungen enthalten sollten. In den Harry Potter Büchern sehen wir jedoch deutlich, dass die in seiner Geschichte erwähnten Heiligtümer tatsächlich existieren. Meine Frage ist also, wie weit ist die Geschichte von der Fiktion entfernt? Sicherlich ist da etwas Wahrheit, aber wie viel? Und noch wichtiger, ist der Tod eine reale Person? Gucken wir uns das einmal genauer in der Geschichte an. Es waren einmal drei Brüder, die in der Dämmerung auf einer einsamen, gewundenen Straße unterwegs waren. Irgendwann erreichten die Brüder einen Fluss, der zu tief war, um ihn zu durchqueren. Doch diese drei Brüder waren in den magischen Künsten geübt und so schwenkten sie einfach mit ihren Zauberstäben und ließen eine Brücke über das tückische Wasser erscheinen. Sie waren auf halbem Weg, als ihnen der Weg von einer vermummten Gestalt versperrt wurde, und dies war der Tod. Er war wütend, dass man ihn um drei neue Opfer betrogen hatte, denn normalerweise ertranken die Reisenden in dem Fluss. Aber der Tod war schlau, er tat so, als gratuliere er den drei Brüdern zu ihrer Errungenschaft und sagte, dass jeder von ihnen einen Preis verdient hätte, weil sie so schlau waren, ihm zu entkommen. So bat der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle, die bereits existierten. Also ging der Tod zu einem Baum, der am Flussufer stand, formte einen Zauberstab aus einem Ast, der dort hing, und gab ihn dem ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein arroganter Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und bat um die Macht, andere Menschen vom Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer auf und gab ihn dem zweiten Bruder und sagte ihm, dass der Stein die Macht hat, die Toten zurückzubringen. Schließlich wandte sich der Tod an den dritten Bruder. Dieser war ein bescheidener Mann und bat um etwas, was es ihm ermöglichen würde, von diesem Ort wegzugehen, ohne vom Tod verfolgt zu werden. Und so übergab der Tod ihm widerwillig seinen eigenen Tarnumhang. Im Grunde genommen gab der Tod allen drei Brüdern eines der sagenumwobenen Heiligtümer des Todes. Und sie und jeder Bruder hatte ein eigenes, einzigartiges Schicksal. Der erste Bruder wurde im Schlaf getötet und sein Zauberstab wurde ihm gestohlen. Und der Tod machte sich ihn zu seinem eigenen. Der zweite Bruder beendete auf tragische Weise sein eigenes Leben, was bedeutete, dass er dem Tod auch nochmal begegnete. Der letzte Bruder, der den Unsichtbarkeitsmantel an sich nahm, war ein weiser Mann und er benutzte seinen Umhang, um den Tod die meiste Zeit seines Lebens zu entkommen. Wie auch immer, als der dritte Bruder schließlich ein Alter erreichte, in dem er mit dem, was er erreicht hatte, zufrieden war, nahm er den Mantel ab und begegnete dem Tod noch einmal und entschied sich, die Welt der Lebenden zu verlassen.
Ungeachtet der Entscheidungen, die die drei Brüder trafen, oder der Handlungen, die sie unternahmen, sahen sie sich letztendlich alle wieder dem Tod gegenüber. Und die Art und Weise, wie es die Geschichte zeigt, zeigt, dass sie an ihrem Ende wieder der Personifikation des Todes gegenüberstehen. Wenn die Geschichte wahr ist, woher wusste Beedle von den Geschehnissen oder von der Beziehung zwischen dem Tod und den Brüdern? Hat Beedle Fakten oder Fiktion geschrieben? Eine Sache, die man bedenken sollte, ist, dass die Erzählungen von Beedle dem Barden immer wieder betonen, dass die Geschichte in der Tat die Originalschöpfungen des Autors sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Beedle sich nicht auch von seinen eigenen Lebenserfahrungen inspirieren ließ, von den Dingen, die er getan hat oder den Menschen, die er getroffen hat. Er misstraute der dunklen Magie und glaubte, dass die schlimmsten Auswüchse der Zauberer aus den allzu menschlichsten Eigenschaften, der Grausamkeit oder der arroganten Fehlanwendung ihrer eigenen Talente resultierten. Die Helden und Heldinnen, die in seinen Geschichten triumphierten, sind nicht diejenigen mit der mächtigsten Magie, sondern diejenigen, die am meisten Güte haben, einem gesunden Menschenverstand und Einfallsreichtum. Es gibt tatsächlich kaum Beweise für beide Argumente. Dass die Geschichten komplett erfunden wurden oder dass Beedle sich von etwas inspirieren ließ, das er in seinem Leben erlebt hatte. Angesichts der Tatsache, dass die Heiligtümer tatsächlich existierten, bin ich jedoch bereit, darauf zu wetten, dass es Letzteres war. Wir wissen, dass die drei Heiligtümer wirklich existierten, und das kann bestätigt werden. Aber war die Personifizierung nur Beedle, der Geschichte seinen eigenen Stempel aufdrückte? Wie können wir sicher sein, dass der Tod nicht einfach ein mächtiger dunkler Zauberer war? Könnte es sein, dass die drei Brüder begabte Zauberer waren, die die Heiligtümer einfach selbst erschaffen haben? Im Moment gibt es keine Beweise dafür, dass der personifizierte Tod tatsächlich real ist. Seine Existenz wird nur in einem Werk erwähnt, und das ist ein fiktives Werk. Zu sagen, dass der Tod aufgrund dieses einen Kinderbuchs existiert, ist weit hergeholt. Zumal die Existenz der Heiligtümer das einzige wirkliche Argument ist, das man für seine Existenz aufführen könnte. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Heiligtümer selbst entstanden sein könnten. Albus Dumbledore, ein angesehener, weiser Zauberer, scheint nicht viel Vertrauen in die Existenz des Todes zu haben. Es ist also wahr, fragte Harry, alles davon? Die Peverell-Brüder waren die drei Brüder aus dem Märchen, sagte Dumbledore und nickte. Oh ja, ich glaube schon. Ob sie dem Tod nun auf einer einsamen Straße begegnet sind, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Peverell-Brüder einfach begabte, gefährliche Zauberer waren, denen es einfach gelang, diese mächtigen Objekte zu erschaffen. Die Geschichte, dass sie die Heiligtümer des Todes waren, scheint mir einfach eine gute Legende zu sein. Und genau da stimme ich Dumbledore auch zu. Es gibt viele mächtige Artefakte im Harry Potter-Universum, und die Heiligtümer des Todes scheinen, obwohl sie mächtig sind, trotzdem im Bereich des Möglichen zu liegen, was das Harry Potter-Universum angeht. Ich denke also, es gibt den Tod als Personifikation nicht in Harry Potter, aber das heißt noch lange nicht, dass ich recht habe. Was passierte eigentlich mit den Heiligtümern des Todes nach der Harry Potter-Saga? Die drei Heiligtümer des Todes sind natürlich sagenumwogene magische Artefakte, die mit der Geschichte der drei Peverell-Brüder, Antioch, Cadmus und Ignotus zusammenhängen. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeit zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt haben, werden sie von einer Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, mit drei Geschenken bedacht: den Elderstab, den Auferstehungsstein und den Unsichtbarkeitsumhang. Kurz gesagt, jeder Bruder wählte eines der Geschenke, der ihm der Tod überreichte. Ignotus, der jüngste Bruder, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Cadmus, der mittlere Bruder, entschied sich für den Stein der Auferstehung und Antioch, der älteste, für den Elderstab. Aus der Saga von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Brüder, die in der Dämmerung auf einer einsam gewundenen Straße unterwegs waren. Irgendwann erreichten die Brüder einen Fluss, der zu tief war, um ihn zu durchwachten, und zu gefährlich, um ihn zu durchschwimmen. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig, und so schwenkten sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über das tückische Wasser erscheinen. Als sie die Brücke halb überquert hatten, versperrte ihnen eine Kapuzengestalt den Weg, und der Tod sprach zu ihnen. Er war wütend, dass man ihn um drei neue Opfer betrogen hatte, denn normalerweise ertranken die Reisenden im Fluss. Aber der Tod war schlau. Er gab vor, den drei Brüdern zu gratulieren, und sagte, dass jeder von ihnen einen Preis dafür verdient habe, dass er so klug gewesen sei, ihm zu entkommen. Diese drei Gegenstände spielen in der Geschichte von Harry Potter eine wichtige Rolle. Der Unsichtbarkeitsumhang ermöglichte es Harry bei zahlreichen Gelegenheiten, Schwierigkeiten zu entkommen.
Der Stein der Auferstehung ermöglichte es Harry, mit den Schatten verlorener geliebter Menschen zu kommunizieren. Und der Elderstab ist nun ja einer der wichtigsten Handlungsfaktoren für die Harry Potter Geschichte. Wenn man bedenkt, dass jedes dieser Artefakte ungeheuer mächtig ist, fragt man sich vielleicht, was aus ihnen nach der Schlacht von Hogwarts geworden ist. Was geschah mit ihnen, nachdem sie ihre Rolle in der Geschichte gespielt hatten? Zuerst zum Elderstab. Das Schicksal des Elderstabs hängt davon ab, ob man sich an das Buch oder den Film hält. Im Film zerbricht Harry den Stab einfach, um sicherzustellen, dass seine Kräfte nie wieder für das Böse eingesetzt werden können. Diese Entscheidung war jedoch bei den Fans sehr unbeliebt und steht in völligem Widerspruch zu den Ereignissen im Buch. Im Buch sagt Harry zu Dumbledores Porträt, dass er den Zauberstab in Dumbledores Gruft zur Ruhe legen wird. Ich lege den Elderstab zurück dorthin, wo er hergekommen ist, sagte er zu Dumbledore, der ihn mit großer Zuneigung und Bewunderung beobachtete. Er kann dort bleiben. Wenn ich eines natürlichen Todes sterbe wie Ignotus, wird seine Macht gebrochen sein, nicht wahr? Der vorherige Meister wird nie besiegt worden sein. Das wird das Ende sein. Und das gilt auch für den Elderstab. Wenn wir uns an den bestehenden Kanon halten, dann scheint es, als wäre der Stab einfach dort geblieben. Nun zu dem Stein. Das letzte Mal sahen wir den Stein im verbotenen Wald, als Harry ihn benutzte, um Bilder von seiner Mutter, seinem Vater und anderen zu erzeugen. Während man früher glaubte, dass der Stein die Toten zurückbringen kann, bringt er in Wirklichkeit nur einen Schatten dieser Menschen zurück. Es wurde geäußert, dass die erzeugten Schatten weniger haltbar sind als lebende Körper, aber viel mehr als Geister. In einer eher animalischen Weise lässt Harry den Stein einfach im Wald fallen und sein Verbleib ist bis heute unbekannt. Der Stein der Auferstehung entglitt seinen gefühllosen Fingern und aus den Augenwinkeln sah er, wie seine Eltern Sirius und Lupin verschwanden, als er in den Feuerschein hinaustrat. Die Sache war die, dass Harry kein Interesse mehr daran hatte, den Stein zu behalten, und für den einen Passanten wäre es nur ein weiterer Stein auf dem Waldboden gewesen. Laut einem Interview mit J.K. Rowling wurde der Stein schließlich von einem Zentauren zertreten und weiter in den Boden eingegraben. Damit sind der Zauberstab und der Stein geklärt, aber was ist mit dem Umhang? Was den Umhang betrifft, nun, er blieb einfach in Harrys Besitz. Harry hatte nie das Gefühl, dass die Existenz des Umhangs eine große Bedeutung darstellte, also sah er sich nicht gezwungen, ihn zu zerstören oder zu verstecken. Tatsächlich war der Umhang ein Erbstück der Familie Potter und er hat ihn wahrscheinlich nach seinem Tod an seinen Sohn weitergegeben. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.